Wir sind live. Ach ja, wir sind live. Okay. Ich bin hier umgekehrt. Das ist voll lang, oder? Weil es geht gerade um Gold. Um Gold. Medaille. Schönen guten Morgen. Jo, moin. Hundesoldat, moin. Dream Frenchy. Na, was geht ab? Oh, geht schon gleich los hier. Happy Country, danke für die Münze. Für ein Teamherz, ey. Das geht ja gleich direkt los hier. Vielen Dank. So, wir spielen hier gerade Bobby live und mal gucken, wo wir denn hier landen. Genau an der gleichen Stelle wieder. Ja. Jo, Fly, GG, hi. Ich gehe davon aus, ja. Doch, ja. Ja, bestimmt. Jo, Pflaume am Start, Milo am Start, bonjour. Was geht ab? Lass cool, ja, ich denke schon. Also auf jeden. So wie ich den Herrn hier nebenan kenne, wird er uns nicht ohne gehen lassen, ne? Was? Call of Duty Rocket, moin. Auch wieder am Start, sehr schön. Guck mal, da hinten ist das Ziel. Wie geht's euch beiden, Jo? Guck mal, hier ist das Ziel. Ah. Ja, dann los. Verfahren. Fahr bloß nicht weit weg. Vorsicht, fahr durchs Ziel. Ja, uns geht's den Umständen entsprechend. Gewonnen. Ja, wir waren gestern auf einer kleinen Feier und es ist sehr spät geworden. Oh Mensch, Hundesoldat, gute Besserung. Ey. Ja, Erkältung ist mal richtig doof. Wir wollten doch heute 2-1 machen. Oha, ja, wir gucken mal. Wir müssen gucken, ob ich das überhaupt hinkriege heute. Mit meinem Kopf. Wer Bock hat, wir sind bei Wobby Live auch online gerade. Also wie gesagt, Host online. Genau, den Host einfach hier Pjonti suchen und dann könnt ihr hier mit rein. Alles kein Thema. Ich weiß gar nicht. Könnte in einer halben Stunde, könnte in einer Stunde sein, ne? Je nachdem, mal gucken. Drachendolch, moin. Nee, kein Fortnite. Sommergrippe ist ganz, ja, ist echt mies, aber habe ich zum Glück nicht. Oh ja, der Zug fährt. Huch, wollte leiden. Der Zug fährt jetzt alles klar. Richtig lange muss der Zug jetzt hier noch fahren. Okay. Morgen habe ich wieder Schule, ja. Viel Spaß, ey. Ja, das geht schneller als man denkt, ne? Ja, Drachendurch, moin, auch dir. Schön, dass ihr wieder am Start seid, Leute. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich heute viel quatschen werde. Ja. Ich glaube, das war so 4 Uhr oder so. Ja. Das war ganz schön spät, ey. Danke fürs Liken auf jeden Fall auch. Ich bleib morgen den ganzen Tag im Bett. Oh ja, das ist ein Traum, ey. Milo, das ist, also, ich glaube, da wäre ich auch gerade momentan der Richtige. Einfach ins Bett und pennen. Wie alt ist der Kleine? Der ist 5. Ne? Ja. Was machst du jetzt? Wartest du auf den Zug, oder? Ja, damit ich da einsteigen kann. Ja, der ist doch jetzt da, dann musst du dich jetzt beeilen, glaube ich. Nein. Weil, guck mal, ich bin hier und der Zug ist da, ganz hinten. Hä? Achso, ich dachte, du... Ich bin da am Strand. Ach, da. Und dann muss ich hier so weit lang weitergehen, dann bin ich erst da. Ah, okay, verstehe. Ich bin am Strand. Ja. Drei. Noch immer Ferien. Ja gut, ihr habt, also jetzt dein Bundesland hat da richtig Glück, weil das Wetter ist ja jetzt erst so schön geworden und von daher alles richtig gemacht, ne? Lars Fischer, moin. Na, auch wieder da. Kann man machen. Turnier. Ja, Turnier müssen wir gucken. Wo ist der Zug? Der oh Zug, Gott, ey. Papa, der Zug fährt weiter, guck mal, der Zug muss noch hier so lang fahren. Und dann stehst du beim Strand bereit. Jo, Mangas ist auch wieder am Start. Moin. Mensch, Game Clips, aber so mit 5 all Call of Duty, also ein bisschen hart, ne? Nein, wir spielen alles, was so jugendfrei ist, ne?
Also von daher. So, jetzt warte ich hier vorne. Die Sommerferien sind eigentlich früher dazu da gewesen, dass die Kinder auf dem Feld helfen konnten. Ja, habe ich auch mal irgendwie gelesen, aber es ist jetzt, ist jetzt zur Entspannung. Ne? Man muss auch mal abschalten von dem ganzen Lärm. Ja. Achso, der Zug ist noch hier hinten. Call of Duty Rocket, ich denke so in einer halben, ganzen Stunde vielleicht so. Ich weiß es noch nicht so genau. Wir müssen gleich mal gucken. Aber guck mal, der Zug kommt. Ja, ich weiß. Guck mal, der Zug kommt mir auf mich zu. Ja, na dann mach dich bereit. Der Brücke ist. Mein Bruder hat gesagt, es war ein Kinderspiel und dann kam das. Guck mal, da ist er. Das ist aber ganz schön gemein von deinem Bruder, ey. Oh ja, da ist der Zug und dann willst du jetzt. Achso, du hast ja die Düsen, ja, stimmt ja. Aua. Jetzt fahr ich den. Ach so. Kannst du doch Gas geben? Ja, ich kann auch bremsen. Ah, okay. Das wusste ich noch gar nicht. Ich fahr einfach ganz schnell. Ich hau jetzt mal einen Witz raus. Oh. Guck mal, ich Gott. Ich hab bei der Feuerwehr angerufen, der meine Nummer gelöscht. Alter. Guck mal, ich bin hier der Zug. Flachwitze sind echt gut. Ja, okay. Der Zug. Nicht schlecht. Was ist mit Forza Horizon 5? Fragt hier Alex Bär. Auch mal wieder spielen irgendwann? Ja, irgendwann. Ah, das Ding ist, wir müssen dann ja die. Das Lenkrad von dir dann wieder quasi. Also wir müssen das in deinem Zimmer nachher machen, wegen dem Lenkrad, ne? Ja. Oder ich muss hier wieder was bauen, damit Glenn an die Pedale hier unten rankommt. Du kannst auch gerne einen Witz erzählen, auf jeden. Oh, unser Leon the Jumper ist auch wieder am Start hier. Getarnt als Next Just. Was ist der kleinste Bauernhof der Welt? Puh, das ist eine schwierige Frage. Weißt du das? Was? Was der kleinste Bauernhof der Welt ist? Nee, ich hab davon gar nichts gehört. Okay, ich auch nicht. Wie nennt man einen brennenden Rollstuhlfahrer? Hot Wheels. Alter, das ist gemein. Habt ihr gestern noch Rocket League gespielt? Ja, auch haben wir. Das haben wir. Die letzte Stunde ungefähr. Haben wir da, glaube ich, nur Rocket League gespielt. Auch am Ende nochmal Glenn gegen mich. Ganz klassisch, one-on-one. Aber ich weiß nicht, ob ich heute in der Lage dazu bin. Ich habe echt einen Kopf. Bisschen spät im Bett gewesen heute. Was ist blau und nicht hell? Papa, nicht hell, ich jetzt dunkel. Ich steig jetzt aus. Hui. Alex, der ist 5. Der ist 5 und ja, spielt halt so Sachen wie Forza Horizon 5 und halt Bobby Life und Rocket League und oder NBA, also alles, was so jugendfrei ist. Ne? Können wir gleich auch nochmal mit den Leuten Rocket League spielen? Ja, machen wir nachher, auf jeden Fall, klar. Oder können wir erstmal mit dir eine Runde? Ja, aber später. Erstmal wollten wir doch hier nochmal gucken, du wolltest doch noch irgendwie das mit dem UFO noch gucken, weil du brauchst noch eine Sicherung, die Sicherung und Sprit, ne? Glaube ich. Sicherung und Treibstoff. Wie wird denn so ein Melonenanzug? In einem Team, jupp. Der, ja, wir gucken mal. Der hier hat so einen Melonenanzug. Da. Oh. Hä? Okay. Sieht sehr komisch aus. Oh Leute, sorry, ich bin echt. Naja. Also wie gesagt, es war heute Morgen um 4 Uhr waren wir, glaube ich, zu Hause. Das war ein bisschen später. Ich mache das Fuel und helfe dir bei der. Beim Rest. Achso, Rest. Ja. Aber können wir jetzt. Nee, Baumbaum ist auch da und er sagt, er kommt gleich und dann hilft er dir und dann machst du mit ihm einmal die Sicherung und dann, ich glaube, den Sprit und dann hast du das UFO. Geh aber, mal. Aber, du musst, aber wenn ich das jetzt mal nicht mehr haben möchte und mir dann einfach das Auto nehme, dann muss ich immer wieder da hochfliegen, weil das habe ich nicht in meinem Auto-Ding und da. Das ist doch kein Auto. Du meinst das UFO? Ja, das UFO. Das muss man immer davon oben da holen? Ja. Ja, ist ja nicht schlimm, aber erstmal haben, ne? Dann ist aber langweilig, dann kann ich aber nicht immer landen. Ja, ist ja egal, geh mal da hoch auf diesem Berg da zum Labor und lass einmal gucken, wie weit wir heute kommen und dann spielen wir gleich noch Rocket League und mach das bitte nicht. Das ist eklig. Aber ich bin drin, wir treffen uns bei der UFO-Station. Also Baumbaum ist schon da, gleich bei der UFO-Station. Okay, dann flieg ich aber zu dem Jet-Dinger. Ja, und fliegst mit dem Jet hoch? Ja. Ach, da ist ja auch eine Start- und Landebahn, ne? Ja. Stimmt. Ja, Glenn ist auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Hey, damit fliegst du? Ich glaube, damit kommst du nicht wirklich weit, ey.
das Spiel ist echt cool gemacht. Guck mal, das explodiert. Ja. Und dann. Oh, da hinten ist der Flugzeugträger. Und. So wollte ich das machen, dass ich den dann einfach so runterschmeiße. Das musst du dann nach links, ne? Kannst du auch steuern jetzt so darüber? Guck mal, ich wundere jetzt. Ach so, Hubschrauber. Oh, Entschuldigung. Oh, ich drehe halt durch. Baum, gleich. Jo, Glenn ist schon auf dem Weg. Ja, Baum ist auch noch nicht da, ne? Der ist da auch irgendwo. Guck mal, hier ist der eine hier mit dem Melonenanzug da unten. Ja. Da. Ah ja, der ist im Schwimmbad anscheinend. Achso, ja. Warte mal, ich wollte zu einem Jet-Dinger, ne? Ja, okay. Ja, ich hoffe, dass wir den Ball normal machen können, ja. Ich werde mich durchsetzen. Macht nichts. Dann ist ja zum Glück auf dem. Oh, wow, das war knapp. Boah. Oh mein Gott, war das gerade krass. Zum Glück ist er aber auch explodiert. Wieso zum Glück? Weil sonst knallt hier den gegen den. Und dann explodiert mein Jet und dann. Ja. Und dann könnte ich ihn mehr fliegen. Tragödie. Lars, ja, auf jeden Fall. Das machen wir auch noch. Ich mag den Namen gar nicht aussprechen, weil dann würde ich gleich wieder jetzt und so. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall erstmal bei Wobby live gucken, ob Glenn es schafft mit Baumbaum zusammen. Dein UFO. Genau, dieses UFO freizuschalten. Wer Wobby live hat und auch Bock hat mitzuspielen, gerne online kommen. Baumbaum, ich Host Pionti und dann Baumbaum, seid ihr auch im Start. Ich bin da. Ich bin hier vorne über dem Chat. Oh, unglaublich. Oh, wie kann man nur so müde sein, ey? Meine Herren. Das war doch früher immer so machbar. Oh, es schneit. Ach so, oha. Es schneit. Das war das mal auf dem, weil hier hat es noch nie geschneit. Sicher? Ja, hier hat es noch nie geschneit. Deswegen war das im Update. Meinst du? Ja, das war ich das. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, ob da irgendwie. Schnee mit bei war damals. Da war noch nie Schnee mit bei. Jo, Zwiebel. Wir gucken mal. Ne? Also auf jeden Fall, klar, können wir das einstellen. Ich habe jetzt auch nicht den riesigen Unterschied gemerkt, ehrlich gesagt, als ich gestern nochmal gespielt hatte. Aber klar, wäre natürlich echt angenehmer dann wahrscheinlich für die meisten. Ne? Von daher alles gut. Guck mal, hier die Batterie haben wir doch schon. Die Batterie haben wir. Okay. Da ist schon ein. Da habe ich doch gesagt, ist alles gespeichert. Genau, jetzt musst du die Sicherung und Treibstoff, soweit ich das jetzt gesehen hatte. Ach so, warte mal. Wir müssen ja hier noch ein Ding ansuchen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Baumbaum jetzt da gerade macht. Baum, du musst doch mal mitkommen. Komm doch mal mit. Wir müssen doch ein da in dem Ding finden. Genau. Ein Ding. Ich kenne mich auch nicht aus. Ach, den einen Professor noch, ne? Ja. Aber ich habe nicht auf ihn gewartet. Wieso wartest du nicht auf ihn? Das ist aber. Weil Baubau gleich auch nochmal in meine in die Laser hier reinkommen kann. Baumbau. Oh nee. Baumbaum. Der macht irgendwas anderes. Ich glaube, der ist gerade dabei, die Sicherung irgendwie zu machen. Und das andere, was aussieht wie eine Melone, ist, glaube ich, eine rote VR-Brille, die er auf dem Kopf hat. Mal guck mal, den hier mit dem. Ja. Den hier. Mit der Schutzbrille da, ja. Ja, den müssen wir finden. Der ist da oben bei den Lasern. Deswegen. Das ist der? Ja, ich hole jetzt nochmal Baumbaum. Ja, mach mal und dann gucken wir mal. Guck mal, denkst du, ich komme da oben ran? Bestimmt mit deiner Düsengeschichte. Ach nee, du hast gar keine jetzt, ne? Funktioniert nicht im Labor. Ja, weil guck mal hier. Wie Papa, hier ist ein kleiner Knopf. Ja, ach so. Das ist schlau gemacht, ne? Haben die gleich mitgedacht hier. Das finde ich wieder größer gemacht. Oh, das geht schon wieder los.
Ach Leute, und wie war euer Tag gestern noch so? Was macht ihr denn heute noch? Baumbaum macht wahrscheinlich gerade echt die Sicherung fertig. Ich komme auch hoch. Ah, er macht den Treibstoff. Ja, geh mal nach oben gucken. Siehst du, und der hat eine VR-Brille, glaube ich, auf der andere da. Das ist eine Melone. Das ist eine Melone? Ja, das ist eine Melone, weil da sind auch solche schwarze Kerne. Oha, da macht gerade jemand Bio-Hausaufgaben. Welches Thema? Und ja, du kannst nachher mitspielen, auf jeden, auch mit Tastatur. Wenn du damit klarkommst, ne? Oh, gern, guck mal, ich hab dir einfach die Batterie geklaut. Hä? Warum? Ich hab die vom Baumbaum einfach weggenommen. Warum? Ich weiß nicht, wie das geht. Also, Baumbaum hat jetzt die Arbeit gemacht und du sammelst jetzt die Lorbeeren ein, oder wie? Das ist ja unfair von dir. Und gegeben. Ja, ich hab den gegeben. Keine Menschen. Das heißt, Treibstoff. Und jetzt müssen wir nur nach die Fuse holen. Fuse, ja, das ist die Sicherung. So. Jetzt müssen wir die holen. Aber, also erstmal muss ich mit... Wieso ziehst du ihn so? Erstmal möchte ich mit Baumbaum hier hinten hin. Ich geh kaputt. Welche VR hast du? Ich habe die Pico 4. Ich finde, die macht schon vernünftige Arbeit. Jetzt geht das los. Jo, Finn, genau, kannst du mal nachfragen, wer da noch mitspielt. Bei dir zum einen und später natürlich auch bei uns gerne. Hä? Was ist denn jetzt mit Baumbaum passiert? Oh Gott, Gott, Gott. Weil ich hab Baumbaum... Guck mal, Papa, hier, wegen Baumbaum habe ich jetzt... haben wir diese beiden hier noch gefunden. Genau. Und jetzt müssen wir nur noch den Ei mit dem Laser. Ja, das wird jetzt eine Herausforderung. Thema Intimbereich? Oha. Oha. Das sollten wir hier im Chat nicht weiter erläutern, glaube ich. Das wird sonst ganz schnell nicht mehr jugendfrei. Sorry, bin GC3, aber Controller ist kaputt. Okay. Okay. Den Weg kannten wir noch gar nicht, oder? Doch, denn davon habe ich doch das Mädchen in. Oh nein, Baumbaum ist runtergefallen. Davon habe ich doch das Mädchen geholt. Nein, ich auch. Und du auch. Okay. Runtergefallen. Eieieiei. Nein, ich bin ganz runtergefallen. Ui, Baum, warte auf mich, ich bin ganz runtergefallen. Oh nee. Danny, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, dass ihr so zahlreich wieder dabei seid und uns irren hier zugucken möchtet. Ich bin heute ein bisschen lädiert, war ein bisschen spät gestern Nacht. Danke fürs Folgen Wasser. Auf jeden Fall, Danny. Baumbaum muss einfach ins Wasser. Nein, ich bin... Was? Weil wenn man die Flamme berührt, dann wird man einfach entweder neu respawnen. Nein, das ist so knapp. Okay. Oh mein Gott! Was war das denn für ein krasser Sprung? Guten Morgen, Sonnenschein, ja? Ja, du. Oh, erzähl mir einen anderen, du. Magst du One Piece? Sag mal. Habe ich nie so richtig geguckt. Das glaube ich ist doch eine Serie, ne? Wenn ich das richtig so weiß. Nee, bin ich irgendwie raus. Also. Ich glaube, da habe ich mich in der Zeit so mehr für Autos und Mädels interessiert. Baumbaum, ich bin bei dir. Ich bin gleich bei dir, Baumbaum. Warte mal, wer wieder da ist. Entweder Schneewittchen oder Schmedo23. Eins von beiden. Ich bin mir aber ganz unsicher. Nein, ich willkommen auf jeden Fall. Baumbaum, warte auf mich. Ich bin wieder runtergefallen von den Dingern. Und jetzt wird das wieder eine harte Nummer, aber nee. Boing. 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 Nein. Oh, nee. Ey, Tim, klar. Hau dich rein hier. Kannst du Takis? Nee. Keine Ahnung, was das ist. Nein, wieso geht das denn? Wieso ging das denn eben? Boing. Boing.
Ja, wir gucken, ob wir hier das hinkriegen. Wir müssen noch einen Professor musst du noch befreien, finden, wie auch immer. Und dann weiß ich gar nicht, was passiert dann überhaupt. Weißt du das schon? Hast du das bei Paluten mal gesehen? Ja, dann passiert eigentlich gar nichts. Hö? Und warum dann der ganze Zeit? Nein! Nein! Bei dem Blöder! Fällt dir gleich das Ding runter, ey. Na egal. Oh Mann, ey. Bin auch erst beim 30. Band. Okay. Das sind Chips. Ah ja. Wie kann man mitspielen? Achso, jetzt lese ich das richtig rum. Du gehst auf Hobby Live, gehst du auf online, also genau, ich glaube online war das so rum. Ja, Und aber ich dann schaffe guckst du es. nach Host suchen. Aber jetzt, ich Und da habe suchst du jetzt. dann Pionti. Und dann bist du drin. Hallo, Baumbaum. Hier bin ich. Ja. Eieiei. Okay. Ist aber ein bisschen verwirrend hier bei euch. Ach nee, die Frau habe ich schon. Die Frau habe ich schon. Ja. Ach so, ja. Hier ist ja. Und wie sah aus, kommst du vielleicht zu dem anderen? Hui. War das richtig so? Ein PowerPoint-Vortrag darüber machen ist natürlich auch hart, ey. Oh Mann. Baubau, komm Eieiei. hier. Baubau, komm hier runter. Ich weiß gar nicht, ob er nicht irgendwas anderes da dir zeigen wollte. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Da ist ein Meerschweinchen. Nein. Ey, was Hamster. machst du mit dem Hamster? Falsche Richtung? Einer von euch beiden kann ja die Artefakte tragen. Das Artefakt, achso. So, ich muss hier rüber. Oh. Aber jetzt habe ich das, wo Baumbaum hin wollte. Ich will nicht drüber erklären vor der Klasse. Ja, ich kann das verstehen so ein bisschen. Aber ganz ehrlich, gehört ja irgendwie dazu, ne? Die Thematik. Von daher. Ja, mit Bildern. Oha, oh. Ja. Frage wäre dann, woher man die Bilder kriegt, ne? Na gut, aus dem Netz vielleicht. Gucken, was die Lehrer dazu sagen. Eieieiei, Also mit Bilder, wenn ja. Baumbaum ihn findet. Ich meine das Spinnenartefakt, okay. Ach, da ist er. Okay. Autsch. Autsch. Puff. Nein. Das Grüne ist ja auch doof. Ach ja. Eieiei. Wow. Er duckt sich. Oh, doch wieder erwischt. Oh. Mangas, ich denke so in 30 Minuten, schätze ich mal so. No. Irgendwie ist auch der Sound weg, ne, von dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas hört, aber. Wir hören hier gerade gar nichts, ey, komischerweise. Mal kurz gucken. Seltsam. Alles klar. Mangas, mach das ja. Ne? Bis gleich. Oh. Ja, du musst da an die Stelle irgendwie und wenn der Laser wieder aus ist, dann weiter. Und oh, das ist aber echt. Autsch. Aber wir müssen das schaffen. Muss wieder weg, war trotzdem schön. Ja, mit dir auch, Schmiedo. Hau rein. Schönen Sonntag noch, ne? Pass auf dich auf. So, jetzt müssen wir hier gleich mal. Ja, du musst dich an diesen Punkten orientieren. Du musst dritter Punkt, glaube ich, am dritten Punkt stehen. Da ist, glaube ich, dann kein Laser. Eins, zwei, drei, da. Oh Mann. Mit Headset? Nö, ich nicht. Ja, das ist richtig ätzend, ne? Aber Baumbaum ist auch noch nicht durch. Oha. Ja, da. Dann zwei weiter gleich. Nee, drei weiter. Oh, das war knapp.
Oh nein, ärgerlich. Ey, das sah so gut aus. Russilando ist am Start. Guten Morgen. Moin. Ich hoffe, bei dir alles gut. Wie war die Gamescom? Los, Baumbaum, finde den! Aber Baumbaum findet den schon. Meinst du, und dann ist es trotzdem auch für dich freigeschaltet dann? Ja, Ja. ne? Oh, er ist durch. Der ist da durchgekommen. Nicht schlecht. Pjöndi, ich sag ehrlich, die Gamescom ist am besten zu besuchen von Alter von 12, weil da sehr viele Spiele ab 12 sind. Baumbaum, Ah, hast du es okay. geschafft? Baumbaum. Tommy, guten Morgen. Du musst das machen, weil ich habe die schon alle. Ach so, ach, Baumbaum hat schon quasi die ganzen diese Professoren und Professorinnen da irgendwie gefunden. Und bei ihm ist das schon quasi freigeschaltet. Das heißt, du musst da wirklich. Du musst da alleine doch nochmal richtig durch. Und dann mache ich mit Baumbaum das UFO. Das ist mir viel zu schwer. Mit Okay. Laser. Wo es ihm Spaß machen würde, ist eine Intensiv-Lego-Abteilung. Baumbaum! Okay, Baumbaum, krass. spring mal hier Jo, das runter. ist mein Wir Sohn. machen erst das UFO. Der spielt auch gerade, ich spiele gerade hier. Baumbaum! Jetzt Baumbaum sagt, spring nee, Baumbaum sagt, du brauchst den fürs UFO. mal. Was? Den Professor da noch. Weil der muss wahrscheinlich auch irgendwie irgendwas konstruiert haben und naja, es ist schwierig, aber irgendwann hast du den Dreh raus. Habe ich nie. Habe ich doch gesagt. Oh Wusstest du nee, ey. eigentlich, ich laufe gerade auf dem Eis. Hey, Fast. was Wenn für ich ein auf dem Eis. Schnee. So, guck mal auf der Karte. Ach so, ja, du bist ja da unter. Ja. Du bist ja unter der Erde quasi im Geheimforschungslabor. So, mal gucken hier. Ja. Oh, das war auch wieder knapp. Oh, alter Verwalter. Eieiei, ey. Oh nee, das ist ja unmöglich. Da muss es doch irgendeine Abkürzung geben, oder? Ja, komm, einmal probier das nochmal richtig so und dann schauen wir mal. Dann musst du mal gucken. Ich möchte aber erstmal das UFO und dann möchte ich das Nee, aber das machen. Problem ist, du brauchst, für die Geschichte brauchst du anscheinend den letzten Professor. Tim Grabel, danke fürs Folgen, willkommen in unserer coolsten, nettesten Community. Ganz, ganz entspannt jetzt. Also Konzentration. Ja. Hier. Ja. Oh mein Gott. Geschafft. Eieieiei. Jo. Sehr schön. Eieiei. Oh, so weit habe ich so noch nie geschafft. Wie oft hast du das eigentlich probiert schon in der Vergangenheit? Eine Million Mal oder Guck so? mal, jetzt kann ich in das eine Ding rein. Mann, 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 ey. Tommy, danke fürs Folgen. Skuld, danke fürs Baumbaum, Folgen. Und ich klar, hab's Tim, liebe geschafft. Grüße an Tim Grabe. Schön, dass du am Start bist hier bei uns. Baumbaum, jetzt können wir das UFO machen. Jetzt, also Papa, jetzt können wir das UFO machen, weil ich habe den jetzt endlich gefunden. Na denn, na denn, ey. Endlich habe ich das geschafft. Also wenn ich das nicht geschafft hätte, das wäre Ja. richtig blöd. Ja klar, aber jetzt bist du durch und jetzt schauen wir Baumbaum, mal. warte noch auf mich. Benny, moin. Schön, dass du auch wieder am Start bist.
Da war noch ein erst Easter Egg. Ja, ich glaube, das hat er aber schon gefunden. Bin ich der Meinung. Das habt ihr gestern habt ihr das, glaube ich, schon entdeckt, ne? Los, Baumbaum, komm, wir gehen in das Ding rein. Es ist so witzig, wenn man überlegt, dass da jetzt so zwei Leute, die sich nicht kennen, wo der eine auch noch älter ist als Sohnemann hier, dass die hier wie Kumpels so durch das Spiel laufen und er auch noch hier Ansagen macht, ey, komm, ich geh kaputt, ey, das ist so witzig irgendwie. Genau, Hamsterball? Ja, ich glaube, im Hamsterkäfig, da war irgendwas versteckt. Hast du das schon gefunden damals? Was? Ich glaube, ein Geschenk oder so, oder? Baumbaum, jetzt mach dich größer. Ich möchte mit dir jetzt das UFO machen. Oh ja, da ist Baumbaum. Baumbaum macht dich gerade größer. Naja. Da ist er wieder in Lebensgröße. Wann seid ihr mal live? Jeden Samstag, Sonntag ab 10 Uhr. Und normalerweise eine Stunde, heute mal zwei. Vielleicht bleiben wir auch bei 2 Stunden. Wir schauen mal. Los, Baumbaum. Ja, er muss, Machen wir also, jetzt ich weiß endlich. gar nicht, was. Vielleicht muss er da Aber hinten wir irgendwas haben das machen. endlich geschafft. Ja, das war echt ein sehr heftiger Ritt. Von daher. Weil Papa, guck mal. Ja. Wo ist das? Ja, du brauchst, glaube ich, genau. Zack. Ja, stimmt. Und jetzt brauchst du noch den Anzug irgendwie. Hast du den auch? So ein Laboranzug. Und dann müsst ihr, glaube ich, ins Labor. Und da musst du dann Links ist irgendwas das. machen, oder? Nee, ich hab. Da ist das. Unten links. Ja. Das? Ja. Und dazu eine passende Hose. Ich glaube, die mit den gelben umgekrempelten da. Oder? Ist das die? Ja, ich glaube, das müsste die eigentlich sein. Das sind doch, glaube ich, gelbe, das sollen gelbe Stiefel sein. Die brauchst du dann halt zur Sicherheit da in dem Labor. Ja. Ja, ich glaube, so sieht das aus. Was machen wir jetzt hier? Er muss dich sauber machen. Wieso? Desinfizieren. Ja, ihr müsst jetzt in das Labor. Na, guck mal, wir brauchen nur den Kittel. Ach so, alles klar, ey. Also Glenn ist 5, ich bin 44 und gerne auch die Frage an unsere Community da draußen, wie alt seid ihr? Ich habe das schon mal gefragt, in gewissen Abständen machen wir das immer mal gerne wieder und wollen natürlich wissen, wie alt ihr seid. Und gerne könnt ihr mal schreiben, wie alt ihr seid. Nee, da ist Baumbaum. Kennen Sie mich noch? Ey Luca, klar, aber wie gesagt, immer gerne du, ne? Sonst fühle ich mich Baumbaum so alt. läuft gerade in den Berg. Wo ist Ey Baumbaum? Zwiebel, danke. Schnell! Ja, viele, viele denken das so. Also Wir ich beide wirke sind, meist ein bisschen jünger. weißt du, Papa, wir beide sind gerade im Berg. Auf der Ah. Karte. Ah ja, Tatsache. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr jetzt noch erledigen müsst hier. Baumbaum, in welche Richtung bist Ja, du? der guckt doch mal auf der Karte. Ich glaube, der ist da bei dem geheimen Typen hier. Ich glaube, da ist er reingegangen, oder? Ah ja, da ist die Sicherung. Ja, wie geil. Er ja, kloppt euch doch jetzt nicht. Er kann das doch jetzt tragen, Mensch. Er hat sich doch wenigstens drum ge. Ja, sag mal, was ist denn mit. Also, Glenn. Also, das ist doch. Oh. Baum, sorry, eigentlich ist er gar nicht so, ne? Jo, Luca, genau. Du stehst auf der Modliste für die Leute, die Und eventuell dann mal jetzt haben wir irgendwann das Nachschub UFO. an Mods Wir werden haben hier. das UFO. Aber Yeah! momentan Wir haben wir haben das 4. UFO. Krass. Wir haben So. alles geschafft. Wir haben alles geschafft. So, jetzt testet er das. Oh Mann. Endlich geschafft. Ey, Zitaten, ey, gerne duzen. Gerne duzen. Papa, Auch vielen jetzt Dank. guck mal. 25. Nice. Papa, Danke. jetzt guck mal, was er jetzt anzeigt. Ja. Und guck mal, was da über seinem Kopf ist. Ja, Ausrufezeichen. Yeah! Wie cool. Und jetzt, High tada! Five, Alter. So, dieses High Five geht auch raus an Baumbaum. Danke fürs Folgen auf jeden Fall. Danke, danke. Was haben wir hier noch? Jonah Mal, ist jetzt habe ich das UFO 12. Oh, endlich. Yes! geil. Baumbaum, komm mal raus! Alles gut? Hab das UFO eh schon. Ja. Oh, Mann. So, wo waren wir noch stehen geblieben hier? Wen haben wir noch? Benny ist 14. Genau. Bam. Und Ich habe ansonsten, Baumbaum ich und Green Monkey sind eingekesselt. 23. Hey, Oh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. und wie? Der hat ein Spiegelei drauf. Und wie geht das, Baumbaum? Baumbaum, wie?
Warum, wie geht das darauf? Ich glaube, du kannst in der Werkstatt irgendwo wahrscheinlich das dann ne, ändern. Ja, aber endlich habe ich das UFO. Sehr cool. Das oh, ist Mann, doch richtig cool. Jo, Baumbaum, danke fürs Liken von unserem Live hier. Baumbaum, was soll ich dir das machen? Willst du ein Spiegelei drauf haben? Ja. Alles klar. Ja, wenn du die Möglichkeit hast, klar. Ja, ich hab voll viel Geld. Okay. Ich kann mir das teuerste Haus im Spiel kaufen. Ich hab schon. Ja, das stimmt allerdings. Jo, Rusilando, auf jeden. Ich hab das noch nie gesehen, dass so ein Spiegelei drauf sein kann. Ne? Das warum? Stimmt, ich bin 14 warum, und 13. Er ist einfach so geschrieben. Alles klar. Ja. Viele machen sich älter, ich mache mich jünger, also von daher. Baum, bist du jetzt. Baumbaum, wieso bist du schon wieder da? Also der Tierische fragt, von wem du so viel Geld hast. Was? Der Tierische fragt, von wem du so viel Geld hast. Von ihm! Ja. Oh nee. Baumbaum, kannst du mir jetzt das Spiegelei hier drauf machen? Ich möchte das so haben, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Also ich spiel manchmal auch Wobby Live, aber halt immer mit Glenn, ne, zusammen. Ich habe das, glaube ich, ein einziges Mal, irgendwas habe ich getestet, habe ich das mal alleine gespielt, das ist auch mega lustig, finde ich. Aber es macht halt irgendwie mehr Spaß, weil Glenn ist halt viel besser im Kommentieren und im Quatsch machen hier. Der ist da sehr kreativ und macht sehr chaotische Sachen manchmal, wo ich echt denke, so, meine Herr, du sollst einmal zu Baumbaum kommen, dann kann er dir das machen. Muss mal gucken, wo der ist. Der ist hier wieder im Labor. Ah, okay, dann ist es tatsächlich irgendwie in einem Labor. Ich bin 2024 Jahre alt. Oh Mann. Du warst doch nicht schlecht, du. Hast dich gut gehalten, ne? Ja, der Tierische ist 99. Genau, das wusste ich auch schon. Ach, jetzt noch älter. Eieiei. Leute, macht euch nicht so alt. Du musst, glaube ich, das Fahrwerk ausfahren und dann. So. Aha. Also das finde ich richtig cool, dass ich einfach das UFO habe. Oh. Und dass ich dieses Laser-Ding geschafft habe. Oh, ich sehe gerade hier, danke fürs Gewicht, Hundesoldat und Rusilando, vielen Dank. Da guck mal, was ich jetzt versuche. Hast ein schönes Gigi wieder rausgehauen, ne? Oh mein Gott. Ich habe einen Frontflip geschafft. Das geht. Bei Wobby Live, ey. Ja. Alter Falter. Baumbaum, ey, jetzt steckt mein Affe. Call of Duty Rocket, du bist 15. Cool. Eigentlich ein richtig cooles Alter so. Da hat man eigentlich echt noch Baumbaum, viel Spaß noch mit 16. Mit 16 fängt schon diese erste Geschichte an mit Verantwortung hier und Verantwortung da und so. TXSY, vielen Dank fürs Folgen. Willkommen in unserer coolen Runde hier. Der nettesten Community der Welt, Leute. Tim ist 14. Auch ein sehr schönes Alter. Aber wenn ich überlege, damals mit 14, 15, da war ich halt echt fast nur auf dem Fahrrad unterwegs. Das ist echt übel. Die anderen wissen gar nicht, wie gut sie es mit 12, 13 haben. Ja, bin jetzt 18, wünsche mir die Zeit zurück. Ja, du. Ja, überleg mal, du mit 44 jetzt. Oh, man sagt auch immer so, ja, hätte ich alles anders gemacht, ne? Aber weiß nicht, ob man das wirklich gemacht hätte dann. Nee, aber alles gut gelaufen. Wie gesagt, jetzt mit 18 hast du halt auch noch, du hast auch noch so viele Optionen, so viele Möglichkeiten, also schon echt cool. Also ich ärgere mich zum größten Teil, dass ich nicht schon in jüngeren Jahren mal so irgendwie weggeflogen bin in die USA oder so. Also das haben wir jetzt erst gemacht, da war ich 38, glaube ich, das erste Mal in den USA. Und das hätte ich, glaube ich, viel früher machen sollen, halt auch gerade wegen den ganzen Partys und so. Wir waren halt in Las Vegas, da sind mega Clubs gewesen. Aber wir waren halt so fertig am Abend. Ist das halt, ne? Call of Duty, ich bin 44. Glenn ist 5, ich bin 44. Ja, und gehen tut es uns eigentlich ganz gut, Lars. Ne? Also ich bin heute sehr, sehr spät ins Bett gekommen. Gegen 4. Und das merke ich auch. Ach ja. Juhu. Jetzt habe ich das mit dem Spiegelei. Ach du Scheiße. So, ja, endlich. Wie sieht das aus? Handy, das. Ich glaube, du musst das aussuchen. Du musst das da so wie beim Auto auswählen. Nee, so. Da ist es doch jetzt. Oder ist es das vom Baumbaum? Das ist, glaube ich, sein Spiegelei-UFO, oder? Ist das deins? Na, ist auch egal.
Ich war halt 6 im Bett wegen Fortnite. Eieieiei. So ein Baum irgendwie. Dann hole ich mein Spiegelei-Dingens. Ja. Wie muss ich jetzt meine Spiegelei-Dingens holen? Mein Sohn ist 5. Wenn ich 16 bin, will ich wirklich nach USA. Dann guck mal. Ja. Oh mein Gott. Frontflip, seitlicher. Ja, mit 16, ja, ist bestimmt auch recht cool. Problem ist, dass die meisten Sachen so, so Bars und so, ne? Wenn man dann irgendwie, wir waren selbst in so einer Bar, da konntest du richtig geile Burger essen. Ach so, da bist du erst mit 21 reingekommen. Guck mal, jetzt habe ich jetzt 2. Also, ja, genau, das ist einfach nur die Option. Da habe ich dann ein Spiegelei drauf. Witzig, ey. Ein UFO mit einem Spiegelei. Bam. Nee, wie gesagt, in den USA, da darfst du so mit. Das geht einfach ein UFO, aber. Wenn du da ein bisschen länger bleiben willst, kannst du halt auch deinen Führerschein, glaube ich, da machen, mit 16 schon Auto fahren. Aber du darfst halt kein Alkohol trinken und nichts. Das ist auch neblig. So wirrig. Wie ist das so neblig? Ich kann gar nichts sehen. Alles so voller Nebel. Jo, Susi Buka. Baum, wo bist du? Kann man mitspielen, ja, natürlich. Na klar. Wie gesagt, wenn da noch Platz ist, ich weiß gar nicht, wie viele Leute gerade on sind. Ich sehe jetzt 2, ich sehe jetzt Glenn und Baumbaum. Ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob da noch andere Leute drin waren. Heute Morgen, als wir das eingeschaltet haben, da war irgendwie, achso, da sind auch noch 2, sehe ich gerade. Da sind 2, also 2 Leute sind da auf jeden Fall. Musst du mal ausprobieren. Bildspieler mit 15 Auto fahren, es gibt bestimmte Autos. Ah ja, genau, stimmt, haben wir hier auch schon gesehen. Da gibt es, glaube ich, so ein Fiat 500 mit 3 Rädern. Also hinten sind dann 2 Räder nah beieinander. Mit 17 kann ich erst Führerschein machen und will mit 16 schon vielleicht Motorradführerschein machen. Ja, ich habe auch Motorradführerschein. Ist schon geil, wenn man das hat. Ja, genau, die dürfen mit 18 dürfen sie Waffen kaufen und nutzen und so. Aber mit 21 ist Alkohol. Ja, es ist, wie gesagt, es wird. Aber die haben halt so viele alte Gesetze, die nicht erneuert wurden. Da gab es auch irgendwas mit von wegen, du darfst deine eigene Frau nicht auf der Treppe, ey, Baumbaum, auf der 5. Treppenstufe eines hier? Gerichts nicht mit einem Stock hauen, der dicker ist als der eigene Daumen oder irgend so. Wo du denkst, sag mal, wer denkt sich so ein Blödsinn aus? Das ist wahrscheinlich irgendwie einmal so vorgekommen und dann haben sie irgendwie das im Gesetz genauso präzise, wie es gewesen ist, reingeschrieben. Anstatt zu sagen, du darfst nicht schlagen, stand dann halt, du darfst nur dies und jenes unten. Ja. Da ist schon wieder einer, der hier komische Sachen schreibt. So, mal eben gucken hier. So, dann. Ach was. Ach, du hast, ich merke schon, da war schon jemand Papa, schneller. Dankeschön. Papa, ich dachte, wir wollten doch nur das UFO holen. Ja, ist schon richtig. Können wir jetzt aber Rocket League spielen mit den anderen Leuten? Ja, warte mal. Also ich finde das einfach so cool, dass ich jetzt einfach nur wegen Baumbaum habe ich jetzt das UFO. Ja, vielen Dank Baumbaum auf jeden Fall. Ne? Ja, danke, dass du mir Du hast zwar Mods, aber die sind nicht da. Natürlich. Russilando ist ein Mod und also auf jeden Fall ist Russilando am Start. Unser Mod hier. No. Ja, Baumbaum hilft immer wieder gerne. Sebastian, danke fürs Folgen. Willkommen in unserer kleinen chaotischen Runde hier. Tschüss, Baumbaum. Tschüss, viel Spaß im Wasser. Was ist denn da passiert? Ich hab Baumbaum ins Wasser mit dem hier. Warte mal. Er hat dir geholfen und du schubst ihn ins Wasser? Was ist los mit dir? Ich hab den mit dem Ding hier ins Wasser geschubst. Oh Mann. Aber der ist wieder hochgekommen. Weil UFOs macht das gar nichts. Oh, sorry, ich habe gerade die falsche Maus wieder bewegt. Oh Mann. Aber wie spät ist es denn wirklich live? Es ist 14.55 Uhr. Oder möchte Baumbaum einmal kurz zu mir nach Hause? Du kannst ihn gerne auf eine Cola einladen, ne? Also ist gar kein Thema. Du hast ja einen Hubschrauberlandeplatz, da kannst du das UFO dann parken jetzt, ne? Baumbaum, möchtest du hier unten hin? Ja, zeig ihm mal deine Stereoanlage.
Glenn hat letztens irgendwie den Kühlschrank aus der Küche ins Badezimmer reingeschoben. Ne? Ja, aber das Ding, also das... Ist das nicht gespeichert, meinst du? Das ist nicht gespeichert. Ja, leider. Er hat irgendwie alle Sachen, die man aus der Küche rausziehen konnte, hat er rausgezogen und dann irgendwie ins Badezimmer rüber geschleppt in der Villa. Das sah auch total bekloppt aus. Ey. Ja. So, Baumbaum. Ja, nimm dir gerne einen Stuhl. Glenn holt was zu trinken und macht bestimmt Musik an. Baumbaum. Der hat den Stuhl geklaut. Ich meinte eigentlich mit nimm den Stuhl, dass du dich hinsetzen sollst. Oh nee, ey. Aber ich frage mich gerade, warum man schon wieder nichts hört. Komm rein. Ja, was hat er mit dem Stuhl vor? Baumbaum, komm wieder rein. Aber wie ihr meine Villa genommen habt. Ja, Baumbaum, sorry. Baumbaum, komm jetzt wieder rein. Ja, du hast, Rosilando, du hast gesagt, du bist doch längerfristig auf Geschäftsreise. Und dann hat Glenn gedacht, ja, dann ne, zieh da einfach ein. Habt ihr eine PS4 oder PS5? Nee, haben wir nicht. Ich hatte lange Zeit überlegt, eine PS5 zu kaufen. Vor über einem Jahr. Aber dann habe ich gedacht, nee, mit dem PC haben wir doch ein bisschen mehr, sind wir ein bisschen flexibler. Ne? Ihr habt sie mir geklaut. Nein, haben wir nicht. Was machst du mit Baum? Was machst du mit ihm? Der arme Junge, hallo. Oh, ey, sag mal. Bist du im Kindergarten auch so zu den anderen? Ja. Schön ins Wasser. Warum machst du ihn jetzt da? Ist das jetzt die Retourkutsche für dieses mit Wasser abspritzen in einem Labor? Du hast blitzt. Oh, dann nehmen wir mal schnell wieder mit rein. Hallo, der arme Junge, hallo. Oh, nee, ey. Ich möchte Baumbaum jetzt schnell wieder reinnehmen. Ja, Rosilando beschwert sich gerade, du hast deinen Stuhl da noch stehen gelassen draußen. Nein, das war Baumbaum. Ach so. Guck mal, ich reine auf Baumbaum. Warum? Warum? Oh Gott. Was machst du da? Oh. Das ist total bekloppt. Ich geh kaputt bei dem Spiel. Und ich möchte gerade Baumbau. Weißt du, wie man diese Sprungschuhe bekommt? Ja klar, der weiß doch bestimmt vieles. Und Rosilando weiß das bestimmt auch. Aber ich glaube, das war ein Job, der ganz schön lange dauert, ne? Bin ich der Meinung. Also Baumbaum sagt, ja, er weiß es. Genau, sag's mir. Bitte. Er sagt, es ist schwierig. Meine ich auch. Das hat, glaube ich, Rosilando auch schon mal erzählt, dass es sehr schwierig ist und lange dauert. Was machst du denn schon wieder? Ich sag mal. Ich weiß, es geht jetzt irgendwie live. 16 Uhr. 16.50 Uhr. Baum, 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 jetzt nach oben gehen? Hast du da ein Gaming-Zimmer eigentlich oben? Nein. Ach so. Da habe ich einfach nur so ein Spiegel, einen Sitz. Oh Mann. Ihr könnt doch zusammen diese Quizshow im Fernsehen gucken. Baum, Baum, komm jetzt wieder rein. Machst du dir jetzt Sorgen, weil es draußen blitzt oder wie? Nein, Baum soll da reinkommen. Was macht der mit dem Stuhl? Baum fliegt mit dem Stuhl. Puh, warum? Weil er hat doch diesen Helikopterhut. Es ist so durch, ey. Oh, ich geh jetzt mal nach oben. Ich geh kaputt. Dann hol ich mir was. Okay. Der andere da hinten hat eine VR-Brille. Ah, okay. Ja, der hat auch eine VR-Brille, das stimmt. Lalalala. Oh, sorry. Oh. Aber heute gehe ich früh ins Bett. Habe ich mir fest vorgenommen. Boah. Ja, hör auf den Älteren. Oh Mann, ey, mit 5 und... Eieiei. Das, jetzt ist das hier Catchen, ne, was ihr hier macht. Catchen im Wohnzimmer. Ey, habt euch lieb, ey. Das Baumbo macht ihr einfach nur hier. Ja, ihr rangelt hier, ey, ihr Verrückten. Was ist denn Rangeln? Ich hab keinen Bock, ist wieder mal am Start. Moin, ne? Wie geht es, wie steht es? Was machst du jetzt mit ihm? An den Füßen ziehst du ihn hoch? Eieieiei. Ja. Zerreitet. Haben wir eigentlich schon alle Räume hier in dem Haus durchgeschaut? Was ist hier in dem Zimmer? Meine alle Sachen. Oh, sieht aber sehr spartanisch aus bei dir. Warte mal, kann ich jetzt auch schlafen? Ja. Baumbaum schlaft. Baumbaum, komm mal nach oben.
Gaming, ja, machen wir gleich. Sind wir gleich am Start. Halli, hallo, Holly. Baum, warum leg dich mal ins Bett? Moin, Matti. Baum, Baum. Was geht? Baum, Baum, was machst du jetzt mit dem Fernseher, Baum, Baum? Sag mal jetzt. Ey, ich geh kaputt. Baum, jetzt. Oh, nee. Jetzt schlafen. Hey, nee. Daneben hier ist noch ein Bett. Ey, der geht mit dem Fernseher raus. Hallo, da ist gerade. Er ist runtergesprungen mit dem Fernseher. Nein? Er hat den Fernseher runtergeworfen. Hallo. Was macht ihr da? Liam, danke fürs Folgen. Baum, Baum, kommst jetzt mit. Alt F4, unendlich Money Glitch. Ja. Erzähl das nicht so laut. Dann sind gleich auf einmal alle Leute weg. Achso, ja. Ja, morgen, Matti. Noch schlafen. Komm, Baum, Baum. Der schläft gerade. Oder ist er wieder? Ei, da ist ja noch jemand in deinem Schlafzimmer. Timadam 2702. Was macht ihr mit dem Arm? Baum, Baum. Der hat einen Jelly auf dem Kopf. Einen Jellyhut. Ich gehe kaputt. Habt ihr das Jelly-Car? Haben wir das Jelly-Car? Nein, das haben wir noch nicht. Nee, das haben wir noch nicht. Nee, stimmt. Das war, das hatten wir auf YouTube gesehen, ne? Wie geht es euch? Also uns geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen müde. Aber ansonsten, ja. Wir kommen klar. Wie geht's dir? Ja, warte mal. Ich bin nochmal kirlig. Was ist, wieso seid ihr da zu dritt jetzt an der... Eieiei. Baum, halt dich fest. Oh, er ist runtergefallen. Okay. Spielen wir gleich. Geht gleich los. Das geht gleich los. Ey, Philipp, hi. Na? Hast du auch mal wieder hierher verloren? Hast du dich hier verirrt? Ah ja. Baum holt sich ein Auto. Ah. Ach nee, guck mal. Ich hole mir mein Auto. Den 16-Zylinder. Finnluca 653, danke fürs Folgen. Und Jonas, dankeschön. Schön, dass ihr am Start seid. Willkommen in der nettesten Community der Welt. Wir switchen jetzt gleich einmal rüber. Zu Rocket League. Genau, richtig. Wir wechseln gleich einmal zu Rocket League. Muss ich einmal ganz kurz wieder hier ein bisschen umstöpseln und dann geht das los, ne? Wow, was? Die Bombe hat mich voll hochgeschossen. Die Wasserpanzer. Ach so, ich wollte gerade fragen, welche Bombe. Alles klar. Warum warte noch kurz? Ich bin gleich der Abschießer. Ich glaube, der ballert sich gleich eher wieder mal einen Haufen. Ja, aua. Könnte ich denn einen One-on-One gegen deinen Sohn? Warum feierst du den Schuh wieder weg? Darf ich mit meinem Freund in einem Team, weil gestern wolltet ihr das nicht. Ey, die Frage war ja nur nicht, also Team, ja, könnt ihr ja machen, wie ihr wollt, aber wir versuchen halt immer so aufzuteilen, dass die Mannschaften einigermaßen fair sind, ne, von dem, was die Leute halt können. Weil sonst ist das recht langweilig, wenn das 10-1 ausgeht, ne? Deswegen. Habt ihr das UFO? Ja, haben wir jetzt eben gerade geschafft mit der Hilfe von Baumbaum. Ja. Mega cool. Genau, und wie gesagt, die Teams, ich habe da gar keinen Einfluss zu, nur wir haben ja halt gestern so festgestellt, ey, wir müssen mal ein bisschen wieder durchmischen, weil das halt... Ich den einfach hochgeschossen. Weil das einfach sonst ein bisschen zu langweilig wird, ne? Wie geht's deinem Sohn? Ja, Glenn geht's gut, ne? Bist du frisch? Hast du gut geschlafen? Alles. Alles, ja. Genau, wo soll ich hin? Ja, Buskian, ich muss mal gucken. Also wir gucken gleich mal einfach ganz, ganz spontan. Ganz spontan, ganz cool, ganz relaxed. Und dann gucken wir, wer, wo und wie. Oh. Oh, Leute. Sorry, ey. Sorry, wenn ich so müde rüberkomme, aber ich bin es wirklich. Ja, du bist Champ. Haben wir ja gestern schon festgestellt. So, Glenn, wollen wir dann einmal gleich rüber switchen oder wie sieht's aus? Bitte? Ja, da müssen wir einmal auf jeden Fall speichern, damit du das UFO auch weiterhin behältst. Ich kann das einmal hier, oder machst du das? Ich hole mich raus. Jo, save and exit, genau. Bada peng. So, kann ich bei Rocket mitmachen? Bin Platin 2. Du, wie gesagt, Sohnemann ist auf jeden Fall besser als ich, aber er ist halt auch kein Crack. Hier siehst du
überall das UFO von mir. Ah, und genau. Und da an der Seite siehst du das schon. Genau, A Tiny Adventure, komplette UFO. Ja, siehst du. Ja. Yeah. Das sieht doch gut aus. So, ich muss einmal hier umstöpseln. Eine Sekunde bitte. Was ist jetzt passiert? Ja, ich muss doch hier umstöpseln auf die Switch. So ist die an, die ist an. So, müsste das gleich kommen hier. Zack. So, dann brauchst du hier deinen Controller. Schub, bitteschön. Ja, und du, nein, das, den. Ja, ich würde wahrscheinlich jetzt noch nicht mitmachen. Ich mache wieder die letzte Runde mit dir. Und ihr könnt ja mal hier ein bisschen rocken. Ich gucke mir das natürlich gerne an. Jo, Wobby Life hat echt Spaß gemacht. War echt witzig. War mal wieder sehr cool, war mal wieder sehr witzig. Sehr chaotisch. Kann ich bitte mit dir eine Runde? Machen wir doch zum Schluss wieder. Aber die warten alle, die wollen ja halt auch mitspielen. Deswegen, mach mal eben ganz schnell die Nummer. So lange, bitte nur 5 Minuten. Ey, Baumbaum, auf jeden Fall vielen Dank. 5 Minuten mit dir und dann 10 Minuten mit den Leuten. Ja, wenn du meinst, ich weiß ja nicht. Okay, mit dir 5 Minuten mit den Leuten. Ja, er muss wieder sein Auto wechseln, ja. Das kannst du haben. Das kann natürlich gut sein. Oder in der Zeit können die Leute ja auch noch ein bisschen üben. Oh. Damit die besser als wir, also besser als ich bin. Ja. Weil ich habe, guck mal, ich habe so ein cooles Auto. Und weil ich, guck mal, ich habe eigentlich orange. Guck mal, wie die Flammen aussehen. Blau und gelb. Das sieht so cool aus, oder? Ja, sieht sehr cool aus. Ja. Und ich möchte mein Auto nie ändern. Foxy, ja, man kann mitspielen auf jeden. Ich werde nochmal gucken hier. Sebastian, mach doch einfach mal jetzt hier. Mit dem ich mach das für dich bereit. Achso. Ja, du musst dann mich mit reinholen erstmal. Und dann nachher gleich wieder rausschmeißen. Call of Duty Rocket hat alle Autos bei Rocket League. Aber noch nicht machen. Jetzt kommst du. Warte mal, du musst dich erstmal verbinden. Ja, jetzt ist er, glaube ich, oder? Ich glaube, ja, da ist er. So, auf Wunsch von dem Herrn hier neben mir, möchte einmal ganz kurz gegen mich spielen. Und dann machen wir sofort gleich Rocket League ein privates Spiel auf. Ich sage euch gleich nochmal und blende gleich nochmal Name und Passwort an. Aber lass mal alles auf Standard, macht er auf 5 Minuten, genau. Ball, Mittel, okay. Okay, dann erstellen wir schnell das Spiel und dann machen wir eine schnelle 5-Minuten-Runde und dann... Und dann machen wir den Leuten 10 Minuten. Sag ihm, das ist coolst Auto. Okay. Ja, oder, sieht echt gut aus. Also eigentlich, also wenn die Leute möchten, keine 10 Minuten, vielleicht auch möchten die Leute 20 Minuten. Ja, das ist aber ziemlich lange dann. Dann haben wir ja keine Option mehr für andere Leute, die dann halt auch nochmal mitspielen wollten. Weil nach 20 Minuten ist, glaube ich, der Stream dann gleich zu Ende. Na, also wenn wir jetzt so 20 Minuten spielen würden, ich glaube, da kommen wir nur zu einem Spiel. Weil da kommen ja nur die Pausen, diese Einspieler und so. Naja, so. Mal gucken hier. Guck mal, in welchem Land sind wir denn hier? Das sieht mir nach Japan aus. Japan im Winter. Nein, nicht eigentlich. Das war jetzt schon wieder unkonzentriert. Ich hätte ihn eigentlich nur mal rausgefischt. Guck mal, da habe ich den. Weil guck mal, ich habe ihn da so reingeschossen. Hm. Guck mal. Und dann war ich da so an der Ecke und dann hätte ich ihn eigentlich nur mal rausgefischt. Das war eigentlich krass. Und was ist das denn da für ein Tier da von hier? Willst du mich schon wieder ablenken? Haha! Wieso fährt man auch schon auf der Seite? Oh ja, schöne Vorlage. Nein, keine Vorlage. Nein, ich hab die eigentlich immer richtig schön. Ja, aber schön dran vorbeigeflogen. Du kannst auch ein bisschen schneller. Huh? Indem du diese Frontflips machst, kannst du schneller sein. Na, guck mal, da habe ich so ein. Weil jetzt guck mal zu. Ja. Guck mal, da habe ich so ein Frontflip. Hast du das gesehen, wie ich den Frontflip? Wunderschöner Frontflip. Den musst du machen, wenn du den Ball triffst.
Da bin ich. Du hast die Chance nicht genutzt. Nee, hab ich nicht. Ich bin irgendwie dann vorbei geeckt. Ne? Und? Nein. Hm. Wieder vorbei geballert. Du musst diesen Frontflip machen. Und guck dir wieder diesen Frontflip an. Guck mal das an. Den musst du jedes Mal machen, wenn du den Ball triffst. Oh Mann. Angestellt und Chili-Gurke, ja, uns geht's eigentlich ganz gut. Eigentlich kann uns. Der macht mich echt gerade hier. Oh, Glück gehabt. Der macht mich gerade hier schon wieder platt. Ja, es ist wie gesagt heute mir eindeutig zu früh, da ich erst sehr spät im Bett gewesen bin. Aber ansonsten geht es gut. Wir können uns nicht beklagen, ne? Und das wird ein. Nein! Ich konnte nichts machen. Ja, hab ich gesehen. Mach mich fertig. Hilfe. Ben? Und Schelme? Ach, dann vorbei. Und nein, nicht schon wieder so ein billiges Ding. Bam. So gehen meine Tricks. Also immer wenn mittig ist, dann darfst du nicht fahren. Und irgendwann weiter. Und irgendwann warte ich dann. Und dann denke ich, hä, Papa fährt gar nicht. Und dann fahre ich einfach. Gut. Das ging. Oh, geblockt. Gut. Ich wäre jetzt zu schnell gewesen. Ich wollte eigentlich noch vor dem Ball hochspringen und dann wieder reinkippen, aber. Nein! Gott. Da habe ich jetzt aber ein bisschen viel Glück gehabt, glaube ich. Nee, hab ich nicht. Oh Mann. Nee, weg damit. Mit dem Ball in meinem Bereich da. Weg mit dem Ball aus meinem Bereich. Ah, der war jetzt zu doll angeschnibbelt, der muss. Jetzt kommt der wieder mit so einer Nummer. Nein! Yes. Oh Mann. Lars Fischer, alles klar. Hallo, ich bin wieder da, wie kann man mitspielen? Jo, gib gleich los. Glenn hat noch den Wunsch, einmal jetzt gegen mich zu spielen hier. Und dann machen wir gleich einmal den Server auf. Sind jetzt beide dran vorbeigefahren? Ja. Oh Mann, ey. Wohl wie die letzten Blinden. Das wird jetzt eine Vorlage. Nein. Ich baller den jetzt weg. Ich. Okay, aber du schaffst eh kein Tor. Oh, nee. Oh nee. Ey, Auto, hallo, André. Ich schon wieder.
So, du. Noch eine Minute. Ey, ich sehe da keine Chance mehr bei mir. Das ist ja ganz peinlich, aber. Keine Ahnung, hier noch. Das ist keiner. Nein, nicht. Weg. Nein. Was wolltest du machen? Weiß ich nicht. Guck mal, da bist du einfach so stehen geblieben. Jo, der normale Ball ist eingestellt. Er ist aber auf mittlere Größe, wenn das okay ist. Ich glaube, das ist trotzdem Standard, ne? Das ist normal. Nein! Oh mein Gott! Nein! Ich merke schon, der Ball ist für den Boost einfach zu. Ey! Hat er echt geblockt? Er schießt nochmal ein Tor! Ja, versuche ich gerade, aber ich treffe den Ball nicht. Nein, du hast kein Tor reingeschafft! Oh mein Gott! Ey. 8 Tore, 10 Torschüsse, du hast aber ganz gut verwandelt. Jetzt machen wir das Ding einmal auf und nochmal alles auf Standard vom Ball aber und so. Aber wir müssen dich jetzt doch einmal rausschmeißen. Ja, mach das mal. Können wir noch ein One-on-One? Ach, nee, lass mal fairerweise. Oh Gott, Leute. Dickes habe ich jetzt so müde, ey. Meine Herren, ey. Wo muss ich jetzt hin? Zum Hauptmenü. Hauptmenü. Ja, das andere? Nein. Nee, das war eins. Ja, ich wollte keine Option. Genau, dann einmal bitte Ja drücken, jawohl. Nicht so laut pfeifen, dann fliegen sollten hier die Boxen weg. So. Warte, ich weiß, also alles weiß so, jetzt. Und zwar. Wer zuerst kommt, mal zuerst, jawohl. Einen Moment. Und jetzt auf Spieler stellen? So. Genau, geh mal auf die Einstellung noch nach oben und mach nochmal, hast du da, geh mal drauf. Geh mal mit der Ballgröße nochmal auf Standard, bitte. Okay, die Ballgröße auf Standard. Genau, und den Rest bitte so lassen. 5 Minuten ist auch okay. Nein, ich wollte mit denen, oder kann ich auch mit den Leuten 20 Minuten? Nee, mach mal, wenn dann höchstens 10 Minuten. Okay, dann 10 Minuten. So, und dann Spiel erstellen. Nee, warte mal, du bist falsch gegangen. Nee, ich glaube, das war falsch. Du warst, glaube ich, auf Freundschaftsspiel. Ja. Ja. Ja, geht gleich los. Nochmal verlassen. Jawohl. Du warst, glaube ich, echt auf Freundschaftsspiel. Zeit zum Dancen, oder wie? San Goku, Dankeschön fürs Folgen. Ja, das Freundschaftsspiel. Muss nochmal einmal zurück. So, und ganz rechts, genau. Und dann da stellen. Warte mal, ist da. Du musst da einmal abbrechen, bitte. Wieso? Nochmal bitte auf Abbrechen, Mutador-Einstellung. Und da musst du, glaube ich, auch nochmal. Ein weiter runter. Da musst du drauf und auch nochmal gucken, ob alles auf Standard. Ah, ist schon eingestellt. Aber da war noch 5 Minuten eingestellt. Nee, ach ja, 5 Minuten. Und Ball ist leicht. Du musst den ganz oben auch auf Standard machen. Sehe ich ja jetzt erst. Nein, bitte. Weil das einfach besser zu spielen ist. Geh mal bitte auf Mutador-Einstellung nochmal. Mach nochmal Ball bitte auf Standard. Du kannst nachher mit mir wieder auf Light spielen, das ist gar kein Thema. Aber hier bitte einmal auf Standard, okay? So, und dann Abfahrt bitte. Einmal Spiel erstellen, das können wir soweit lassen. Und dann kann das losgehen. Ja, merkt man doch gar nicht. Also ich merke da keinen Unterschied. Aber die anderen sind Profis, die merken da schon einen Unterschied. Genau, wer mitspielen will, da so steht Name vom Server und das Passwort. Guck mal, hier ist mein cooles Auto. Oh, Muskian. Ja, du hast noch dein Mikro an. Am besten mal leise machen oder ausschalten. Sonst gibt es hier so eine Rückkopplung. Simon der Gamer. Jo, die Palutenkerbe, die muss halt auch immer sein. Er ist so ein bisschen Team Palute, ne? So, Green Monkey ist da, Muskian ist da, Finn ist am Start hier und Fly GG High. Yes. Bist du in der... Ja, ich bin orange. Ah, okay. Deswegen habe ich doch auch gelb. Okay. Guck mal, da bin ich doch.
Das Passwort steht drunter. P, kleines P, 1, 2, 3, 4. Ja, ich habe keine Ahnung. Was machst du schon da? Ach, ich sehe ja gerade, Zwiebel ist auch am Start. Alles klar. Die gute Zwiebel. Jawohl. Beim letzten Mal so gut. Richtig. Hast du dir gemerkt, ne? Aber die Zwiebel ist da oben. Doch, der ist auch in deinem Team. Den war in Blau. Ja, aber das ist. So, Zwiebel. Jetzt versuch mal ein Tor zu schießen. Welche Spiele spielt dann so? Ja, also Rocket League gesehen, Wobby Life. Forza Horizon 5, aber das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gespielt. Beam NG machen wir auch öfter mal gerne was. Fall Guys. Was haben wir noch? Minecraft, klar, Minecraft. Ja, Minecraft spielt er auch. Da hat er auch schon fleißige Sachen geübt und gecraftet und. Ich hab sogar schon Bett gecraftet. Du hast auch schon Bett gecraftet. Hast du das eigentlich gemacht? Ja. Ach, krass. Oh yes! Zwiebel. Yes. Sehr schönes Tor. Bin gerade lost. Wo muss ich das Passwort eingeben? Also wenn du auf du musst einmal auf privates Spiel beitreten und dann wirst du abgefragt nach dem Namen und darunter müsste dann die Abfrage auch sein, das Fenster, wo das Passwort rein soll. Was spielst du denn noch? Ich spiele noch BNG. Ja, habe ich schon gesagt. Ach genau, Asphalt 9 hast du auch noch am Start gehabt eine Zeit lang. Was macht denn jetzt? Das war jetzt zweimal sehr knapp. Alto Belli. Oh, der fliegt gut und. Jemand hat das Ding geklärt. Jetzt kommt Flyer High und du hast einen weggebombt und. Ah, knapp dran vorbei. Du hebst aber gerade ab hier. Oh, Zwiebel hat das Ding geblockt. Sehr gut. Zwiebel. Schönes Ding. Tommy, ja, man kann mitspielen. Also wie gesagt, ich weiß gar nicht, ich glaube, jetzt ist es allerdings schon voll. Wir machen ja 4 gegen 4 und ich glaube, das sind jetzt schon 4 gegen 4, wenn ich das richtig sehe. Aber ansonsten, klar, wir spielen gerne gegen euch, mit euch, für euch. Gott, ich habe ihn gerade voll geschossen. Ui. That escalated quickly. Kann ich fahren, muss kurz was einstellen, alles klar. Wow. Wer kann ich fahren? Das hat Splitsch gemacht. Mangas Anime Peak. Der kann gerade nicht. Ich glaube, der spielt heute mit Tastatur und. Spielst du oder auch dein Sohn? Also, es spielt gerade nur mein Sohn. Mein Sohn gegen die Leute aus der Community. Ich spiele gerade gar nicht. Ich habe vorhin einmal gegen meinen Sohn gespielt und ja, er ist gerade hier am Daddeln. Nein. Ey, so heiße ich in WZ. Ach was, hast du den gleichen Namen da? Ach, okay. Geht gar nichts gerade. Oh, war ja. Ja, das ist natürlich echt schlecht. Wenn dann irgendwie die Technik nicht mitmacht, ist finde ich auch immer sehr nervig. Sehr nervig und nervenaufreibend. Ansonsten so 4-0 ist schon krass bis jetzt, aber es sind noch 6 Minuten. Wen hast du denn jetzt zerstört? Einen von deinen Leuten? Ja, da unten, siehst du das? Nee, ich hab blau. Oh, der fliegt aber weit. Oh, aber wurde aufgehalten. Oh, schnell, Vorsicht, muss der Torwart. Ich schieße auf Tore.
Jetzt. Knapp. Was war das denn für eine geile Drehung? Ich kenne da nur noch eine Kasse. Ich bin raus. Ich kann nicht fliegen und so, hä? Sehr seltsam. Ich hatte das ja letztens, dass mein Controller rumgesponnen hat. Ja! 5:0! Dreams hat ein Tor geschossen. Sehr krass. Ich hatte auch irgendwie ein Problem, und zwar war bei mir, hatte ich im Vorwege auf Steam, ich glaube, Assetto Corsa gespielt oder BeamNG. Und dann war das Lenkrad halt aktiv. Und als ich dann den Xbox-Controller angeschlossen hatte, dann hat er irgendwie. Also ich habe Gas gegeben und der hat Dauerboost gehabt. Ich konnte nicht springen, ich konnte nicht bremsen und ich konnte auch keine Handbremse ziehen. Nein! Auch ganz komisch. Spielt ihr privat auch kompetitiv? Ich glaube, wenn ja. Blau ist ein Tor! Ist doch gut. Langsam kommen die jetzt in Fahrt hier, ne? Ja, ich glaube. Wir haben noch 5 Minuten 16. Spielst du dieses kompetitiv bei Rocket League normalerweise? Nein. Nein? Wieso nicht? Kompetitiv? Ja. Was ist kompetitiv? Was ich, ist kompetitiv? Ich verstehe es auch nicht, aber man kann doch immer auswählen. Kompetitiv oder. Was ist kompetitiv? Ich weiß es auch nicht. Aber jemand hat jetzt gefragt und du hast das mal irgendwann angehabt und so. Ich weiß doch gar nicht mehr, was kompetitiv ist. Das weiß keiner so genau. Ich glaube, das Wort ist ausgedacht. Oh 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 oh. Klemmfetzt hier so, oder? Oh, der ist aber gut abgehoben hier, Teams. Oh, der Ball kommt in. Oh, gut abgefahren, Schneider. Bin auf dem Kopf. Echt? Guck mal, davon hat mich gerade jemand zerbombt. Oh ja. Und badabum. Ah ja, Dream French, ja, hätte man sich auch denken können vom Namen her. Ja, stimmt, da ist eine Logik hinter. Nee, in dem orangen Tor. Ach was. Ach ja, genau, zwanglos, kompetitiv und so weiter. Zwanglos ist ohne Rang und kompetitiv mit. Genau, nee, Glenn hat das zu Anfang, weil er auch nicht wusste und ich auch nicht wusste, was das ist. Hat er mal das gespielt irgendwie, aber ich glaube nie wieder drauf geachtet irgendwie. Aber ansonsten hat er schon mal ausprobiert gehabt, ja. Aber ich weiß gar nicht, also ich bin auch irgendwie am Zweifeln, weil ich glaube, wir haben gar keinen Rang. Also ich hab auf jeden Fall gar keinen Rang bei mir. Aber ich glaube, Glenn, weiß ich nicht, ob das schon Rang 2 ist, was er da eingeblendet hat oder so. Jemand meinte, das wäre nicht der Rang, aber ich habe keinen Plan. Müsste ich nur mal gucken. Man muss 10 Matches spielen, bevor es mein Rang ist. Ah, okay. Ja, alles klar, ja. Aber was er so gemacht hat, ich habe da immer mal geguckt, was er halt spielt und so, aber bei Rocket League hat man auch nicht näher verfolgt, was er da genau spielt. Ne? Also ob er da jetzt irgendwie Turniere mitmacht oder so. Von daher glaube ich Rang los. Aber, also ich kann mir auch irren. Kann das sein, dass er nebenbei, ohne zu merken, in diesem Modus gespielt hat und sich irgendwie einen Rang geholt hat. Aber ich weiß es nicht. Und nach dem 10. Spielen wird man eingerenkt. Okay. Eingerenkt, wie beim Arzt. Eingerenkt. Muss man dann gewinnen oder muss man einfach nur die Matches spielen? Nein, ich bin nicht mehr. Und der Ball kommt und Kevin ist in der Stelle. Nein, aber ich kenne doch nicht gut wie die anderen. Ja, macht er nichts. Also dann übe ich da ja. Und. Boah. Ich konnte nicht so spielen. Ja, aber war cool. Der war gut abgefälscht wieder Richtung Tor. Hat aber nicht gereicht. Oh, ich hab ihn gut. Und jetzt. Nein, der eine hat mich alle voll geschossen. Badabu! Splash. Und je nach Anzahl der Siege verliert oder kriegt man einen Rang. Ach so, alles klar. Ich hab alles. Nein,
Books. Wie witzig. Splash. Splash. Dann haben die anderen Würmer geschossen. Noch 2 Minuten. 2 Minuten haben wir noch. Und das sieht schon wieder nach einem Blub aus. Jawohl. Wieder gesplashed. Dann müsste ich einfach kommen. Ja, normalerweise, aber du warst gerade wieder zu weit weg. Macht so Blub und dann Splash. Witzig. Ich bin auch noch ranglos, weil mein alter Account gehackt wurde. Ah, verdammt. Ja, das ist immer ärgerlich. Aber ich frage mich halt jedes Mal, wer halt auf die Idee kommt, sowas zu hacken. Klar, Leute wollen halt irgendwie einen genialen Rang haben und so. Muss man auch selber erspielen, wozu halt Leute hacken und klauen und so. Das ist doch eigentlich voll gemein und bringt auch nichts. Ne? Also wenn du einen Rang hast, der top ist, aber du in Wirklichkeit gar nicht gut spielen kannst. Dann nehme ich hier mal rein. Auf meinem alten Account war ich Platin 1. Das ist schon, da muss man schon ein bisschen für stricken. Ne? Plötzlich sitze ich an. Finde ich gut. Unfair. Ja, es ist mal wieder unfair gemischt. Ey, 10-1. Eieieiei, Leute. Ja, da müssen wir gleich nochmal irgendwie durch. Schon wieder. Da müssen wir gleich nochmal mischen hier. Neu durchmischen, ne? 11-1. Achso, der ganze Account von der PS4. Eieiei. Und Call of Duty Rocket ist nicht aufgewärmt. Ja. Ich kenne das Problem. Das war ja auch eine ganz schnelle Nummer. Das war knapp. Und die anderen, die jetzt... Die gar nicht fair, ja. Ja, wie gesagt, wir mischen da nochmal durch im nächsten und letzten Spiel und dann gucken wir. Badabang. Oh, sorry, ey. Ich kann mich nur entschuldigen. Aber es ist einfach, wie es ist. Ich bin müde. Was denn? Was machst du mit ihm? Der fährt nicht. Ja, ich glaube, das ist. Schon sehr ausgeklügelt. Eieiei. So, was haben wir denn hier? Alle Ränge. Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant, Champion, Grand Champion, Supersonic Legend. Ach was. Das ist ja auch übel. Was das dann geil ist. Und das Game ist gelaufen. Ja, das war schon wieder schlecht durchgemischt. Müssen wir zugeben, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir so ein bisschen aufteilen mit Zwiebel und Buskian. Vielleicht macht ihr mal ein Team auf und dann... Achso, in dem anderen Team waren eh nur 3 und bei uns waren 4. Ja. Vielleicht kann der Boost Kian einmal, denn... geh mal auf, okay. Vielleicht könnt ihr mal Team wechseln. Vielleicht noch einer rübergehen. Ich weiß nicht, ich habe gerade den Überblick schon wieder verloren, wer alles da und da war. Sandro, bitte keine Trades hier. Das wird sonst hier den... Das spammt sonst irgendwie unseren Chat ein bisschen zu. Von daher, bitte nicht. Könnt das gerne privat, so mit privaten Anschreiben machen, aber hier im Chat bitte nicht. Die Zwiebel ist, glaube ich, noch bei uns.
Ja, der Zügel ist da. Oh, ich habe ihn da gerade voll weggeschossen. Angefangen. So Leute, das ist die letzte Runde hier für heute. Ne? Also, geht dann machen wir auf. Dir noch eine Runde. Ne, wir machen heute Abend eine kleine Runde, weil ich werde mich jetzt gerne mal hinlegen und mal eine Runde pennen. Jo. Bin auch nicht der Beste. Naja, kann man mit euch privat spielen, also auch wenn ihr nicht live seid. Ja, das kommt öfter mal vor. Dass wir dann halt auch mal on sind. Also wenn du Glenn 4 siehst, der ist meistens dann derjenige, welcher der spielt. Und ich habe den Account halt bei mir auf dem PC. Spiele aber halt nicht so oft. Ne? Also ich komme da zeitlich nicht mehr zu. Ja, ja. Ja, wir sind jetzt ab und zu auch mal halt am Abend mal on gewesen und haben dann auch Rocket League gespielt. Oh mein Gott, hätte ich den das getroffen, hätte ich den, als ich reinballer. Ja, das sah sehr knapp aus auf jeden Fall. Ne, und dann sind wir halt abends ab und zu mal auf und dann hat er auch ein Mikro, damit ich mit ihm reden kann, während ich spiele. Ne, hat er leider nicht. Also, er hat kein Mikro, er hat halt Kopfhörer, aber kein Mikro da, kein Headset. Machst du? Hat deine Ballkamera schon wieder nicht an, ne? Sehe ich gerade so. Oh, oh. Ey, nochmal knapp. Oh. Der saß. Kann der mit denen reden? Nee. Wir führen hier nur die Unterhaltung über den Chat. Auseinandergeflogen. Los, haltet ihn! Den muss ich mal da spielen. Hey. Okay, aber es ist jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen fairer, habe ich das Gefühl. Oh mein Gott! Wie hab ich den denn nochmal weggeschossen? Guck mal, jetzt. Weil da stand ich so. Ja. Und dann habe ich den dann nochmal so weggeschossen, aber dann ist er trotzdem nochmal reingegangen. Ja, die haben nochmal nachgeschossen und dann war das Ding drin. Oh Achtung, Ball kommt. Ei. Warte mal, ich hab ihn, glaube ich, nochmal reingeschossen. Ja, du bist, glaube ich, da. Ich glaube, du hast eine Eigentor draus verwandelt. So. Guck mal, der ist da reingegangen und dann hab ich... Ja, das ist ich hab den... Ich hab ein Tor geschossen. Oh Gott. Ich hab ein Tor geschossen. Oh Mann, no, Mann, no, Mann. No. Ich bin Trash, Leute. Das ist Trash. Im Eimer. Ich bin im Eimer, also... Sieht noch alles sehr gut aus bei euch hier. Ich würde das wahrscheinlich überhaupt nicht hinkriegen. Hast auch 50 Punkte gekriegt für die Parade. Ja. Parade, nicht Panade. Zwiebel! Oh, Zwiebel kommt und Glenn rückt nach und Glenn springt und leider daneben. Weil ich mache aber diesen blöden Sprung. Ja. Guck mal, welchen Sprung ich immer mache. Ja. Und warum machst du den? Weil das nicht immer richtig geht. Krass. Ich möchte den Frontflip-Dingens machen. Achso.
Oh, gut, dass einer stand, ey. Ich mache immer diesen blöden Seitensprung. Ja. Rocky Engine Skipper, danke fürs Folgen. Willkommen in unserer netten Community hier. Immer Samstag, Sonntag ab 10 sind wir hier am Start. Und spielen halt verschiedene Sachen. Ist dir auch so warm? Nee, ich mach kurz meine Stirn hier. Ach so. Und so? Es tut hier meine Ohren weh. Ja, ich verstehe. Kann ich mir vorstellen, mit der Cappy auch noch drauf. Na, dann war ja. So. Wir haben gerade voll den Schuck und verbummt. Ja. Oh nein. Zwiebel. Sehr schön. Der hat gesessen. Ach was. Der was hat gesessen. Mit so einem BVB-Auto. Mit seinem BVB-Auto und ich auch mit meinem coolen Flammenauto. Oh, ich bin und jetzt, und jetzt, und jetzt? Nein, ich mache immer diesen blöden Seitensprung. Ja. Wahrscheinlich, weil du den beim Lenken so ein bisschen nach links hast oder so. Na, guck mal, ich mach den nach vorne. Ja. Dann muss ich immer besser an die Seite. Bitte halte den noch. Eieiei. Oh. Oh. Ja, 5-2 für die anderen ist schon gewaltig schon wieder. 5-2 für uns. Was? Ja, ich bin. Wir sind orange. Ja, du hast 2 Punkte gemacht. Orange hat nur 2. Blau hat 5. Oh nein! Guck mal, wie ich den Ball denn da noch einmal halten könnte. Ja. Ich habe ihn dann so geschossen. Und ich habe ihn dann falsch. Leider nicht früh genug gesprungen. Oh oh. Oh mein Gott. Blut. Wie mag er wieder? Können wir gleich noch einmal Mario Party spielen? Was? Nein. Na, das machen wir nächstes Mal wieder. Wir sind auch bald wieder an der Zeit, wo wir schon wieder aufhören müssen. Wenn wir jetzt 2 Stunden rum sind. Können wir dann bitte mit 4 Minuten? Nein, lass das mal heute Abend machen. Ich bin zu müde. Ich krieg das heute nicht auf die Kiste. Da hast du denn die Chance, mich mit 10-0 irgendwie zu hauen, weil ich kann mich gar nicht konzentrieren. Ich meinte Mario Party und keine Ja, Party. Auch bei Mario Party schaffe ich das nicht. Ich brauche ein bisschen Schlaf, den ruhe ich nach und dann können wir nachher nochmal gucken. Lass mich das nochmal spielen, okay? Ja, nee. Ja, geht nicht anders. Mann, ey. Kannst du mal spielen kann. Alles gut. Spiel nochmal kurz zu Ende und dann gucken wir mal. Nicht durchdrehen. Oh. Komm, bring das zu Ende. Dann kann ich dann mit dir spielen. Ja, mal gucken. Eieieiei, Leute, also jetzt ist es genau wieder andersrum. Was für ein Sprung? Voll in die Mitte. Okay. Nicht aufregen. Wir haben noch 4 Minuten, 4 Sekunden. Das geht nicht mehr gut. Nee, die Chancen sind noch da. Hey, das ist der eigentliche Blau-Team. Der war eben bei uns. Ah ja, okay. Ja, er hat gerade auch geschrieben, Call of Duty Rocket hat gerade geschrieben, dass er gewechselt hat. Mal gucken, ob das dann ein bisschen besser flutscht. Gar nicht. Schauen. Zwiebel ist auch noch da.
Wurst. In deinem Team. Ja, wenn es mir zu schlecht. Mach dich bereit. Ich kenne deine neue Gruppe. Ja, alles gut. Auf jeden Fall bist du auf jeden Fall schon mal besser als ich. Okay, oh. Ein Chaos, ey. Nein, keiner ist ein Tor, keiner ist da, keiner ist da. Na, dann schnell hin, na. Ah, wurde schon wieder geklärt. Oh. Boah, gerettet. Eieiei. Das war echt knapp. Ich bin mit der Pille. Oh. Ich bin mit der Pille. Sagt man irgendwie so. Und Zwiebel, jetzt passt zu mir. Hey. Ich bin eigentlich so gut. Ah, da ist auch einer zwischengesprungen gerade. Sonst hättest du den unter Umständen doch noch erreicht und dann geballert. Aber es ist, wie es ist. Oh, Feier. Nochmal gesichert, ey. Jetzt wird er nicht mehr gesichert. Ich bin nicht da. Ich bin voll viel. Langweilig. Ja. Tja, nochmal um richtig anzustrengen hier. Nochmal 2 Minuten und dann ist die Sache erstmal erledigt. Schatz, können wir das nachher machen. Ich bin wirklich richtig müde und du gehst, glaube ich, auch nur noch mal raus mit Mutti. Dann gehst du auch mit. Hi. Bestimmt ist Joel draußen auf dem Spielplatz. Und ah, Alter, 12-2, 2-12. Meine Herren, Leute. Also heute ist das echt vom Mischen her. Das Mischungsverhältnis passt heute nicht so optimal wie letztes Mal. Also mega abgezogen. Ich bin gerade über Zwiebeln. Ach, Call of Duty Rocket, alles gut, brauchst du nicht sorry schreiben, alles gut. Es ist und bleibt ein Spiel, ne? Sag mal! Wir haben jetzt viel mehr als wir hatten 12. Genau. 13-2. Noch 7 Sekunden. Ey, da geht auch noch was. Da geht gar nichts mehr. Schon die nur noch 2 Tore. Okay. Ja, nee, schafft keiner mehr was. Nee. Das Ding ist durch, würde ich sagen. Können wir jetzt bisschen mal eine Runde spielen? Nee.
Also ich muss mich echt hinlegen, weil ich schlafe hier gleich sonst ein. Oder kann ich da noch eine Runde alleine? Wir machen jetzt erstmal hier Schluss. Sorry, Leute, ich bin so im Eimer, ich bin so müde, könnt ihr euch nicht vorstellen. Auf jeden Fall vielen Dank wieder fürs Reinschalten, ey, das war wieder mega fun mit euch. Auch bei Wobby Live nochmal dickes Dankeschön an Baumbaum. Baumbaum, genau. Ihr habt ja vorhin das UFO freigeschaltet, war mega Spaß. Die kleinen Kappeleien und die kleinen, das kleine Rumgeschubse und so war auch sehr amüsant, witzig. Ihr macht das ja nicht in echten, also von daher ist alles toll. Ben macht das auch nicht im Kindergarten, ne? Schubst du dich im Kindergarten mit Leuten? Nein, okay. Lässt du dich schubsen? Auch nicht, ne? Können wir jetzt bitte noch eine Runde? Du kannst ja einfach mal nebenbei, während ich hier Tschüss sage. Ich wollte nur die noch durch. Guck mal, jetzt sind da noch zwei und zwei bleiben noch über da irgendwie und ja, du kannst ja einfach mal reinhauen. Damian, wir traden hier nicht, weil das alles zu spammt. Oh ja, da. Wann kommt dein Sohn in die Schule? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr muss er ran und dann sich da zeigen. Aber er kann schon vieles, was man in der ersten Klasse so lernt, kann er bereits schon. Was natürlich ein Riesenvorteil ist. Joel Vicky 3, danke fürs Folgen. Willkommen hier in unserer coolen Community. So, Leute. Ich sag vielen, vielen Dank. Glenn natürlich auch für eure zahlreichen Besuche hier. Danke an die drei Leute, die uns hier was geschenkt haben. Das war Happy Country mit einem Triebherz, Russilando mit einem Gigi und Hundesoldat mit einem Gewicht. Vielen Dank. Wahnsinn, Wahnsinn, Leute. Wir bedanken uns für fast 1000 Aufrufe. Das sind jetzt 813, wie ich das sehen kann. Ich habe keinen Überblick, was es an Likes gibt, was wir da gerade haben. Von daher ist auch nicht schlimm. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Liken. Danke, dass ihr uns weiter teilt, empfehlt. Wöchentlich am Start seid, mitmacht, so nett seid zu uns, nett seid zu allen anderen, finde ich mega cool. Jo Zwiebel, ciao. Nein! Ja, wir haben euch lieb, Alter, und bleibt gesund, bleibt stabil, seid nett zueinander. Ja, ich guck nochmal. Ja. Guck mal, wie cool ist das denn? Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Glenn, auch nochmal tschüss, ne? Peace, oder was? Ciao. Jo, alles klar. Also, wir sehen uns nächste Woche spätestens, ne? Samstag, Sonntag ab 10 Uhr wieder am Start. Vielleicht auch wieder weiterhin 2 Stunden. Wir müssen mal beobachten, mal gucken, mal schauen, wie wir Zeit haben. Wie gesagt, habt eine schöne Woche, Leute. Bleibt stabil, bleibt sauber, bleibt gesund. Passt auf euch auf und dann, jo. Vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao.